Der Besuch in Munster soll zeigen, wie wichtig dem Land die Bundeswehr ist, sagt Stefan Weil. Die Panzerlehrbrigade wurde hier vor 64 Jahren gegründet und ist seitdem einer der wichtigsten Verbände in der deutschen Landesverteidigung. Wir tragen ja nicht von ungefähr den Namen Niedersachsen in unseren Namen, zeigt es doch wirklich die gegenseitige Wertschätzung des Landes Niedersachsen zu seinen Soldaten hier, der Panzerlehrbrigade 9, aber auch von uns Soldaten zum Land Niedersachsen. 250 Soldaten aus Munster sind zurzeit in der Slowakei im Einsatz, um dort die Grenze nach Osten zu sichern. Die Gefahr einer Aggression aus Russland wurde lange Zeit als äußerst gering eingestuft. Aber mittlerweile hat sich diese Einschätzung dramatisch verändert. Das sind alles Bilder, die möchten wir instinktiv eigentlich nicht sehen, weil wir keinen Krieg wollen. Aber seit dem 24. Februar, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, ist, glaube ich, den allermeisten Menschen in Deutschland bewusst, wie wichtig es ist, dass Deutschland selbst durch eine leistungsfähige Armee ist, auch in der Lage, die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Nach 1990 sind in Niedersachsen viele Bundeswehrstandorte geschlossen worden. Die Armee wurde verkleinert. Auch die verbliebenen Kasernen mussten an allen Ecken sparen. Jetzt gibt es einen Sanierungsstau, sagt der Ministerpräsident. Was verändert werden muss, ist der Umgang, den die Bundeswehr durch den Staat in den letzten Jahren und Jahrzehnten erfahren hat. Und das Munster sicher nur ein Beispiel von vielen, wo deutlicher Sanierungsstau besteht, deutlicher Nachholbedarf besteht. Und dessen bin ich mir sehr bewusst. 5.500 Soldaten gehören zur Panzerlehrbrigade. Sie unterstützen NATO-Einsätze und sind auch bei der UNO-Mission in Mali mit dabei. Die Soldaten haben eher als die breite Öffentlichkeit wahrgenommen, dass sich die Sicherheitslage in Europa verändert. Diese Herausforderungen, die wir hatten, sind natürlich nicht nur erst seit dem 24. Februar, sondern insbesondere schon seit 2014 die Neuausbalancierung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Die Waffen der Bundeswehr sind eigentlich da, um abzuschrecken, damit sie gar nicht erst eingesetzt werden müssen, sagen die Soldaten. Sie hoffen, dass dieses Konzept auch in Zukunft Bestand hat.